Den Autor. Heute Günter Wallraff zu dem Buch Der Aufmacher. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß. Die redaktionelle Information gibt Friedrich Hatzenbühler. Das Buch hat einen Untertitel. Es heißt Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Der Autor Günter Wallraff ist ja schon hinlänglich bekannt für seine authentischen Berichte aus allen Bereichen des bundesrepublikanischen Zeitgeschehens. Seine Arbeit besteht darin, Berichte aus erster Hand zu liefern. Seine letzte Verkleidung bestand darin, unter seinem übrigens eingetragenen Pseudonym Hans Esser als Redakteur der Bild-Zeitung in Hannover Dienst zu tun, um die Arbeitsweise der Redakteure zu studieren, zu sehen, wie die großen Aufmacher produziert oder vielleicht auch, und das war der Punkt, manipuliert werden. Günter Wallraff wollte erleben, wie es kommt, dass Journalisten einen Zeitungsstil pflegen, von dem wiederum andere Journalisten das Empfinden haben, es handele sich um alles andere als um Wahrheit. Hans Esser alias Günter Wallraff war Mitarbeiter von Bild in Hannover, einer Dependance der größten öffentlichen Meinungsmacht Europas mit täglich mehr als 11 Millionen Lesern. Er war einer derjenigen Redakteure, von denen der Autor Günter Wallraff in seinem Buch schreibt: Sie sind ja nicht als Bösewichter, als Lügner und Heuchler auf die Welt gekommen. Sie mussten da mal eine schnelle Geschichte wieder besseres Wissen schreiben, weil die entsprechende Schlagzeile schon abgefahren oder unwiderruflich für die Bundesausgabe nach Hamburg gemeldet war. Sie haben mal was erfunden, weil sie 3 Tage hintereinander mit ihrer langweiligen Geschichte nicht ins Blatt gekommen waren und ihr Kurs an der Hausbörse stürzte. Sie haben dort mal dem Redaktionsleiter nicht widersprochen, als er ihre Geschichte auf den Kopf stellte. Keiner rede darüber, aber alle wissen es. Der Autor Günter Wallraff versucht mit seinem Buch Der Aufmacher zu beweisen, wie rasch ein Mensch, der sich als ein der Wahrheit verpflichteter Journalist versteht, seine Identität verlieren kann und sich einfach vom Zwang eines Systems, eines Zeitungssystems, hinwegspülen lässt hin zu anderen Wahrheiten, zu Realitätsinterpretationen, zu subjektiven Wertungen, zu Arbeiten, die in der Angst ums Überleben geschrieben werden können, zur Aufgabe der Eigenpersönlichkeit, zur Resignation auf die Gewalt hin, die Gedanken, Gefühle und Menschenwürde hinter sich lässt. In diesem Buch, so schreibt der Autor, geht es um Gewalt, um eine besondere geistige Spielart, die keiner Molotow-Cocktails und Maschinengewehre bedarf. Kein Krisenstab und keine Großfahndung können diese Gewalt aus der Welt schaffen, keine Razzia wird die Geiselnehmer des Unterbewusstseins überraschen, kein Sonderkommando wird die verschleppten Erwartungen und Hoffnungen befreien, kein Staatsanwalt wird die Überwachung der Sympathisanten und Helfershelfer anordnen. Fragen an den Autor Günter Wallraff zu seinem Buch Der Aufmacher, Untertitel Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Ich denke, diese Sendung wird so gut wie nichts verändern. Die Bild-Zeitung wird keinen Leser verlieren. Denn Enthüllungen, wie sie in Ihrem Buch, Herr Wallraff, dargeboten werden, erreichen wohl nicht die Motive, die täglich Millionen Menschen zu Bild greifen lassen. In einer hauseigenen Springer-Analyse, die auch in Ihrem Buch zitiert wird, heißt es: Dank ihrer Autorität nimmt die Zeitung dem Leser das Ordnen, Sichten und Bewerten der Ereignisse ab, welche die gegenwärtige Welt repräsentieren. Und weiter heißt es in dieser hauseigenen Springer-Analyse der Bild-Zeitung: Bild ist auch ein Mittel gegen Langeweile, hilft über das Unvermögen hinweg, mit der Welt, die einen umgibt, etwas Vernünftiges anzufangen. Ängste, Langeweile, Unfähigkeit zur Orientierung, das alles sitzt wohl tief unter der grauen Hirnrinde. Und ich frage mich, ob Sie mit Ihrer aufklärerischen Bemühung diese tiefen Zonen der Bildleser eigentlich erreichen, Herr Wallraff. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so unmittelbar schaffe, obwohl ich jetzt Anhaltspunkte habe, dass ich sehr wohl Bildleser motiviert habe, aufgeklärt habe und zum Teil sogar dazu gebracht habe, das Blatt nicht mehr anzurühren, dem sie bisher wie einer Droge gegenüber sich verhielten. Der Verlag hat einen Fragebogen einer begrenzten Auflage beigelegt und da gab es einen Rücklauf. Danach haben 19% Bildleser dieses Buch gelesen und 8% von diesen 19 aufgrund der Bekanntmachung erklärt, dass sie Bild nicht weiterlesen wollen. Mhm. Dazu kommt, dass Gewerkschaften zurzeit in Serien, in ihren Gewerkschaftszeitungen die Erfahrungen bekannt machen und auch Bücher unmittelbar an Mitglieder ausgeben. So hat die IG Metall jetzt gerade 15.000 Exemplare zum Herstellungspreis an Betriebsräte, Vertrauensleute. Voilà, das freut mich natürlich für Sie und auch für die Sache, für die Sie sich engagieren. Andererseits wissen wir, dass mit der Zigarettenkampagne gelaufen ist, nicht? Der aufklärerischen Bemühungen, Nachteile des Zigarettenrauchens, des Tabakrauchens schlechthin. Und der Zigarettenkonsum ist zwar eine kurze Zeit lang mal zurückgegangen und heute stärker als zuvor. Klar, man soll sich nichts vormachen. Es ist nicht so, dass sich hier über dieses Medium, auch wenn es dann ansteckend wirkt, sich verbreitet
aufgenommen wird von anderen, jetzt nun gegen diese gewaltige und gewalttätige Macht des Springer-Konzerns ankommen könnte. Ich kann aber kritischeres Bewusstsein herstellen. Ich kann auch die Überlegungen auch von Politikern wieder fördern, ob man hier nicht mit demokratischer Kontrolle so einem Monopol entgegentreten kann. Mhm. Und vielleicht sogar, diese Forderungen sind sehr oft gemacht und aufgestellt worden, ob man nicht ein großes Gegenblatt, was auf demokratischer Ebene hier Gegenbild langfristig mal etwas entgegensetzt, schaffen könnte. Darüber werden wir noch sprechen, Herr Wallraff. Nun, vielleicht einen Augenblick mal zu dem, an den sich Ihr Buch ja eigentlich richtet, nämlich an den Bildleser. Und ich hoffe, dass uns das ohne Anmaßung gelingt, diesen Bildleser einigermaßen zu charakterisieren. Ich halte mich wieder an Ihr Buch, Herr Wallraff, und zitiere: Der Bildleser, so schreiben Sie, sei eigentlich kein Zeitungsleser. Er erwartet, sieht man mal von den Bundesliga-Ergebnissen ab, weder Information noch aufklärenden Kommentar, also nichts, was mit dem Kopf zu fassen wäre, sondern er erwartet Stimmung und Unterhaltung, Erhebung und Schauder. Und genau das scheint doch die raffinierte Redaktionsmasche von Bild zu sein. Ja, es ist ein sehr perfekt und perfides Schema. Man kann so ein Blatt in einer Viertelstunde runterlesen. Und ich glaube, die Hauptfälschungen und Manipulationen liegen nicht nur in dem, was man verdreht wiedergibt, sondern einfach auch in den Weglassungen über wichtigste Ereignisse. Tarifauseinandersetzungen, gewerkschaftliche Politik wird in dem Blatt oft überhaupt nicht berichtet. Das heißt, der Leser wird uninformiert gehalten und er wird durch ablenkende Wachträume von seinen eigentlichen Interessen abgehalten. Da sehe ich das Hauptproblem drin. Bild schreibt auch in dieser Studie, dass es ein Mittel sei, um provozierte Ängste und daraus sich ergebende Aggressionen zu verarbeiten. Und damit, so Bild über Bild, würde es eine aggressive Haltung an den Tag legen. Dann heißt es noch: Einfluss und Macht der Zeitung, Mut und Entschlossenheit, die teilweise als rücksichtslos und brutal erlebte Härte und Durchschlagskraft, geben dem Leser die Möglichkeit, sich mit diesem überlegenen Angreifer zu identifizieren, in Bild die Realisierung dessen zu erleben, was ihm selbst immer unmöglich sein wird, zu verwirklichen. So eine hauseigene Springer-Analyse, eine Psychoanalyse der Bild-Zeitung. Ich glaube, deutlicher kann das ein Gegner dieses Blattes kaum formulieren, wie die das im internen Kreise über sich selbst sagen. Bevor wir davon reden, wie man das nun eigentlich in Bild macht, wollen wir über das Mann sprechen. Wer sind denn die Macher von Bild? Sie haben in der Redaktion, in einer Redaktion da gelebt, in Hannover nämlich, und Sie beschreiben, wie auch in Ihrem Buch, einige der Menschen, die bei Bild beschäftigt sind. Was sind das für Leute? Ich glaube, man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren, obwohl, wenn sie lange genug da sind, sie dann in der Regel so dieses Bildwesen an den Tag legen. Der Bildstil geht in Fleisch und Blut über, haben Sie geschrieben. Ja, nichts mehr richtig ernst nehmen, die eigenen Informanten überfahren, sozusagen wie die Herren Chefredakteure, die dann von den Primitivos sprechen, wie der ehemalige Chefredakteur Bönisch, oder von den quicklebendigen, modernen, munteren Analphabeten, so der Chefweltredakteur, der im Bild immer die Kolumne schrieb, Hans im Bild, Hans Zehrer. Das heißt, eine Überheblichkeit, ein Herrenmenschenmentalität. Wenn man gut gelaunt ist, spricht man von den kleinen Leuten. Auch das zeigt, auf welch hohem Ross man sitzt, wie man die eigenen Leser letztlich nicht ernst nimmt, überfährt. Es gibt viele dort, die gar nicht wissen, was sie tun, die im Grunde genommen wie Kinder damit spielen. Sie verfallen manchmal in einen wirklichen omnipotenten Schöpferrausch. Nicht? Sie sagen, uns liegt da die Welt zu Füßen, wir schaffen sie neu. Die haben ja eine unheimliche Macht im Rücken. Wer wagt es denn auch, dagegen vorzugehen, Rechtsmöglichkeiten dann geltend zu machen? Das können doch nur die, die dann auch das Geld haben, einen Rechtsanwalt zu bezahlen. Das ist übrigens jetzt anders geworden. Ich habe aus dem Honorarfonds des Buches einen Rechtshilfefonds gegründet. Da kann jetzt jeder, der im Bild geschädigt, ein Bildopfer ist, sich hinwenden, der kriegt kostenlos die besten geeigneten Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt, kann dann auch sein Recht auf Gegendarstellung, Unterlassung oder auch Schadenersatzforderung geltend machen. Und da haben sich schon etliche jetzt gemeldet. Ich denke, Herr Wallraff, dass Ihr Buch ausschließlich im Interesse einer ganz bestimmten politischen Einstellung und politischen Zielsetzung gemacht wurde. Denn es ist unverkennbar, dass Ihre politische Einstellung und Absicht, auch die Ihrer Gesinnungsgenossen, aus nahezu allen Ihrer bisherigen Veröffentlichungen hervorgeht. Auch das Nachwort des Gewerkschaftlers Eckhard Spoh, der sich mehr oder weniger offen für die Zerstörung der freien Presse ausspricht, lässt dies alles offenkundig werden. Jede Kritik und strafrechtliche Verfolgung am Wallraffschen Informationssystem oder an Wallraffschen Aktionen soll quasi als unzulässige ideologische Diversion gelten.
aber antidemokratische Methoden und pro-marxistische, feministische Agitation sollen als ehrlicher ideologischer Kampf akzeptiert sein. Ich weiß nicht, Herr Wallraff, warum Sie eigentlich noch in der Bundesrepublik Deutschland sind, denn nach Ihren eigenen Worten hatten Sie doch einen gewissen Horror davor, in die Bundesrepublik zurückzukehren, in diese Kulturscheide. So Ihre Aussage in der Radiothek Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm, am 15. März 76. Ich rufe Ihnen zu, Sie sind zu schade für diese Kulturscheide. Kehren Sie uns den Rücken. Das war sein vorbereitetes Statement, ganz offenbar. Aber nun bitte nehmen Sie dazu Stellung. Oh je, da ist jemand ja Opfer nicht nur der Bild-Zeitung, sondern der ganzen Springer-Presse und dazu noch dieser Rufmordschrift der CDU, wo genau dieses Zitat aus dem Zusammenhang gerissen drin ist, wo hier alle, die kritisch sich mit dieser Gesellschaft befassen, zu Sympathisanten gemacht werden sollen. Dieses Zitat, was hier aus dem Zusammenhang rausgerissen war, hatte ich gemacht, als ich auf einer Kooperative 3 Monate lang in Portugal gelebt hatte. Dort übrigens unverstellt. Dort gehörte ich zu den Landarbeitern, die vorher noch wie in mittelalterlicher Fronarbeit diese Arbeit machen mussten und jetzt ihr eigenes Land selbst bestellten. Das war für mich die wohltuendste, erfreulichste Rolle. Da brauchte ich mich nicht zu verstellen. Da habe ich nachher, übrigens diese Reportage ist hier kaum zur Kenntnis genommen worden, über diese 3 Monate. Und da habe ich mal, als mich ein Redakteur aufsuchte, gesagt, ich möchte am liebsten hier bleiben. Hier gefällt es mir gut. Hier kann ich zwar mit 2 linken Händen, aber hier kann ich mich nützlich machen. Hier kann ich doch darüber berichten. Und jetzt wird mir dieses Zitat als Kampfansage gegen unser System insgesamt dargelegt. Herr Wallauf, nutzen Sie doch mal die Gelegenheit, auf das für unseren Zusammenhang, für unser Gespräch hier Wesentliche einzugehen, nämlich Ihr Motiv, das offenbar nicht jedem klar ist, in die Bild-Zeitung, in die Redaktion einzusteigen und nicht, wie es allgemein üblich ist, und zwar von allen möglichen Seiten, auch von der bürgerlichen Seite, auch von der rechten Seite aus, an Bild als Zeitung einfach Kritik zu üben. Ja, vielleicht auch noch eben dem Anrufer, der das so versucht, auf einen Punkt, auf einen Nenner zu bringen, mich da hier zum Marxisten-Leninisten abzustempeln. Ich gehe von einer ganz schlichten Grundtatsache aus. Ich glaube, dass in jeder Demokratie eine Kontrolle von unten stattfinden muss. Dass ein so mächtiger Pressekonzern, der so ausschließlich den politischen Zielen eines Kapitaleigners, eines Verlegers unterworfen ist, dass der es sich verdammt nochmal gefallen lassen muss, sich von einem Einzelnen von innen her untersuchen zu lassen und mal die Probe aufs Exempel herstellen zu lassen. Sind da überhaupt demokratische Prinzipien? Wie läuft das ab? Wie wird der Leser überfahren? Und das ohne ein indoktriniertes politisches Bewusstsein. Übrigens, diese Ergebnisse hier, die werden von viel mehr zur Kenntnis genommen und viel mehr berufen sich darauf und können damit was anfangen. Das, übrigens, ich kriege von Linken zum Teil ziemliche Kritik. Die sagen, das Buch ist nicht politisch genug. Andererseits kommen zu mir Pfarrer oder zum Teil Liberal-Konservative und sagen, das, da haben wir was gelernt. Da haben wir erstmal nicht begriffen, wie sowas im Kleinen auch abläuft. Das sind ja nicht so die riesigen Zensurweichen, die da gestellt werden. Das ist ja nicht so diese Verschwörermentalität. Das ist ja viel mehr verinnerlicht von den Machern. Und von daher kann ich also so einen Vorwurf, wie er eben da überspitzt kam, der sitzt nicht. Der trifft mich zumindest nicht. Hören wir gleich den nächsten Anruf. Ich habe noch Ausgaben von der Bildzeitung von Jahren 1957, 58 und in dieser Zeit noch war eine Extraspalte für Leserbriefe reserviert. Meine Frage an den Autor ist folgende. Kann die größte Zeitung der Bundesrepublik ohne weiteres die freie Meinungsäußerung ihrer Leser unterdrücken? Ja, man fragt sich das immer wieder, wie das kommt, weil wir doch hier im Grundgesetz Artikel 5 Meinungsfreiheit, Pressefreiheit so klar formulieren und wie das denn tagtäglich überfahren wird. Wie man sieht, kann man oder ist es ein Gewohnheitsrecht geworden? Es gibt kaum Spitzenpolitiker, die wagen, dagegen anzugehen. Wir kennen ein Zitat vom Bundeskanzler Helmut Schmidt, der in der Stunde der Selbsterkenntnis offen zugibt, es sei für einen Spitzenpolitiker politischer Selbstmord, gegen die Bild-Zeitung vorzugehen. Gefährlicher als gegen den Spiegel? Ich glaube, sehr viel gefährlicher, weil der Spiegel auf einer intellektuellen Ebene nachher wirkt, die Bild-Zeitung aber 12 Millionen Leser. Das heißt, das sind Stimmen bei einer Wahl, die man dort manipulieren kann. Und ich würde dieses Zitat von Helmut Schmidt umwandeln und sagen, es ist für einen Spitzenpolitiker politischer Selbstmord, wenn er nicht sich mit der Bild-Zeitung anlegt und das so hinnimmt und sich unterwirft und in Interviews in... Jeder darüber, aber alle wissen es.
Der Autor Günter Wallraff versucht mit seinem Buch Der Aufmacher zu beweisen, wie rasch ein Mensch, der sich als ein der Wahrheit verpflichteter Journalist versteht, seine Identität verlieren kann und sich einfach vom Zwang eines Systems, eines Zeitungssystems, hinwegspülen lässt hin zu anderen Wahrheiten, zu Realitätsinterpretationen, zu subjektiven Wertungen, zu Arbeiten, die in der Angst ums Überleben geschrieben werden können, zur Aufgabe der Eigenpersönlichkeit, zur Resignation auf die Gewalt hin, die Gedanken, Gefühle und Menschenwürde hinter sich lässt. In diesem Buch, so schreibt der Autor, geht es um Gewalt, um eine besondere geistige Spielart, die keiner Molotow-Cocktails und Maschinengewehre bedarf. Kein Krisenstab und keine Großfahndung können diese Gewalt aus der Welt schaffen, keine Razzia wird die Geiselnehmer des Unterbewusstseins überraschen, kein Sonderkommando wird die verschleppten Erwartungen und Hoffnungen befreien, kein Staatsanwalt wird die Überwachung der Sympathisanten und Helfershelfer anordnen. Fragen an den Autor Günter Wallraff zu seinem Buch Der Aufmacher, Untertitel Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Ich denke, diese Sendung wird so gut wie nichts verändern. Die Bild-Zeitung wird keinen Leser verlieren. Denn Enthüllungen, wie sie in Ihrem Buch, Herr Wallraff, dargeboten werden, erreichen wohl nicht die Motive, die täglich Millionen Menschen zu Bild greifen lassen. In einer hauseigenen Springer-Analyse, die auch in Ihrem Buch zitiert wird, heißt es: Dank ihrer Autorität nimmt die Zeitung dem Leser das Ordnen, Sichten und Bewerten der Ereignisse ab, welche die gegenwärtige Welt repräsentieren. Und weiter heißt es in dieser hauseigenen Springer-Analyse der Bild-Zeitung: Bild ist auch ein Mittel gegen Langeweile, hilft über das Unvermögen hinweg, mit der Welt, die einen umgibt, etwas Vernünftiges anzufangen. Ängste, Langeweile, Unfähigkeit zur Orientierung, das alles sitzt wohl tief unter der grauen Hirnrinde. Und ich frage mich, ob Sie mit Ihrer aufklärerischen Bemühung diese tiefen Zonen der Bildleser eigentlich erreichen, Herr Wallraff. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so unmittelbar schaffe, obwohl ich jetzt Anhaltspunkte habe, dass ich sehr wohl Bildleser motiviert habe, aufgeklärt habe und zum Teil sogar dazu gebracht habe, das Blatt nicht mehr anzurühren, dem sie bisher wie einer Droge gegenüber sich verhielten. Der Verlag hat einen Fragebogen einer begrenzten Auflage beigelegt und da gab es einen Rücklauf. Danach haben 19% Bildleser dieses Buch gelesen und 8% von diesen 19 aufgrund der Bekanntmachung erklärt, dass sie Bild nicht weiterlesen wollen. Mhm. Dazu kommt, dass Gewerkschaften zurzeit in Serien, in ihren Gewerkschaftszeitungen die Erfahrungen bekannt machen und auch Bücher unmittelbar an Mitglieder ausgeben. So hat die IG Metall jetzt gerade 15.000 Exemplare zum Herstellungspreis an Betriebsräte, Vertrauensleute. Voilà, das freut mich natürlich für Sie und auch für die Sache, für die Sie sich engagieren. Andererseits wissen wir, dass mit der Zigarettenkampagne gelaufen ist, nicht? Die keiner Molotow-Cocktails und Maschinengewehre bedarf. Kein Krisenstab und keine Großfahndung können diese Gewalt aus der Welt schaffen, keine Razzia wird die Geiselnehmer des Unterbewusstseins überraschen, kein Sonderkommando wird die verschleppten Erwartungen und Hoffnungen befreien, kein Staatsanwalt wird die Überwachung der Sympathisanten und Helfershelfer anordnen. Fragen an den Autor Günter Wallraff zu seinem Buch Der Aufmacher, Untertitel Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Ich denke, diese Sendung wird so gut wie nichts verändern. Die Bild-Zeitung wird keinen Leser verlieren. Denn Enthüllungen, wie sie in Ihrem Buch, Herr Wallraff, dargeboten werden, erreichen wohl nicht die Motive, die täglich Millionen Menschen zu Bild greifen lassen. In einer hauseigenen Springer-Analyse, die auch in Ihrem Buch zitiert wird, heißt es: Dank Ihrer Autorität nimmt die Zeitung dem Leser das Ordnen, Sichten und Bewerten der Ereignisse ab, welche die gegenwärtige Welt repräsentieren. Und weiter heißt es in dieser hauseigenen Springer-Analyse der Bild-Zeitung: Bild ist auch ein Mittel gegen Langeweile, hilft über das Unvermögen hinweg, mit der Welt, die einen umgibt, etwas Vernünftiges anzufangen. Ängste, Langeweile, Unfähigkeit zur Orientierung, das alles sitzt wohl tief unter der grauen Hirnrinde. Und ich frage mich, ob Sie mit Ihrer aufklärerischen Bemühung diese tiefen Zonen der Bildleser eigentlich erreichen, Herr Wallraff. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so unmittelbar schaffe, obwohl ich jetzt Anhaltspunkte habe, dass ich sehr wohl Bildleser motiviert habe, aufgeklärt habe und zum Teil sogar dazu gebracht habe, das Blatt nicht mehr anzurühren, dem sie bisher wie einer Droge gegenüber sich verhielten. Der Verlag hat einen Fragebogen einer begrenzten Auflage beigelegt und da gab es einen Rücklauf. Danach haben 19% Bildleser dieses Buch gelesen und 8% von diesen 19 aufgrund der Bekanntmachung erklärt, dass sie Bild nicht weiterlesen wollen. Mhm. Dazu kommt, dass Gewerkschaften zurzeit in Serien, in ihren Gewerkschaftszeitungen, die Erfahrungen bekannt machen und auch
Bücher unmittelbar an Mitglieder ausgeben. So hat die IG Metall jetzt gerade 15.000 Exemplare zum Herstellungspreis an Betriebsräte, Vertrauensleute. Voilà, das freut mich natürlich für Sie und auch für die Sache, für die Sie sich engagieren. Andererseits wissen wir, wie das mit der Zigarettenkampagne gelaufen ist, nicht? Der aufklärerischen Bemühungen, Nachteile des Zigarettenrauchens, des Tabakrauchens schlechthin. Und der Zigarettenkonsum ist zwar eine kurze Zeit lang mal zurückgegangen und heute stärker als zuvor. Klar, man soll sich nichts vormachen. Es ist nicht so, dass sich hier über dieses Medium, auch wenn es dann ansteckend wirkt, sich verbreitet, aufgenommen wird von anderen, jetzt nun gegen diese gewaltige und gewalttätige Macht des Springer-Konzerns ankommen könnte. Ich kann aber kritischeres Bewusstsein herstellen. Ich kann auch die Überlegungen, auch von Politikern, wieder fördern, ob man hier nicht mit demokratischer Kontrolle so einem Monopol entgegentreten kann. Und vielleicht sogar, diese Forderungen sind sehr oft gemacht und aufgestellt, sichten und bewerten der Ereignisse ab, welche die gegenwärtige Welt repräsentieren. Und weiter heißt es in dieser hauseigenen Springer-Analyse der Bild-Zeitung: Bild ist auch ein Mittel gegen Langeweile, hilft über das Unvermögen hinweg, mit der Welt, die einen umgibt, etwas Vernünftiges anzufangen. Ängste, Langeweile, Unfähigkeit zur Orientierung, das alles sitzt wohl tief unter der grauen Hirnrinde. Und ich frage mich, ob Sie mit Ihrer aufklärerischen Bemühung diese tiefen Zonen der Bildleser eigentlich erreichen, Herr Wallraff. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so unmittelbar schaffe, obwohl ich jetzt Anhaltspunkte habe, dass ich sehr wohl Bildleser motiviert habe, aufgeklärt habe und zum Teil sogar dazu gebracht habe, das Blatt nicht mehr anzurühren, dem sie bisher wie einer Droge gegenüber sich verhielten. Der Verlag hat einen Fragebogen einer begrenzten Auflage beigelegt und da gab es einen Rücklauf. Danach haben 19% Bildleser dieses Buch gelesen und 8% von diesen 19 aufgrund der Bekanntmachung erklärt, dass sie Bild nicht weiterlesen wollen. Mhm. Dazu kommt, dass Gewerkschaften zurzeit in Serien, in ihren Gewerkschaftszeitungen die Erfahrungen bekannt machen und auch Bücher unmittelbar an Mitglieder ausgeben. So hat die IG Metall jetzt gerade 15.000 Exemplare zum Herstellungspreis an Betriebsräte, Vertrauensleute. Voilà, das freut mich natürlich für Sie und auch für die Sache, für die Sie sich engagieren. Andererseits wissen wir, wie das mit der Zigarettenkampagne gelaufen ist, nicht? Der aufklärerischen Bemühungen, Nachteile des Zigarettenrauchens, des Tabakrauchens schlechthin. Und der Zigarettenkonsum ist zwar eine kurze Zeit lang mal zurückgegangen und heute stärker als zuvor. Klar, man soll sich nichts vormachen. Es ist nicht so, dass sich hier über dieses Medium, auch wenn es dann ansteckend wirkt, sich verbreitet, aufgenommen wird von anderen, jetzt nun gegen diese gewaltige und gewalttätige Macht des Springer-Konzerns ankommen könnte. Ich kann aber kritischeres Bewusstsein herstellen. Ich kann auch die Überlegungen, auch von Politikern, wieder fördern, ob man hier nicht mit demokratischer Kontrolle so einem Monopol entgegentreten kann. Mhm. Und vielleicht sogar, diese Forderungen sind sehr oft gemacht und aufgestellt worden, ob man nicht ein großes Gegenblatt, was auf demokratischer Ebene hier Gegenbild langfristig mal etwas entgegensetzt, schaffen könnte. Darüber werden wir noch sprechen, Herr Wallraff. Nun, vielleicht einen Augenblick mal zu dem, an den sich Ihr Buch ja eigentlich richtet, nämlich an den Bildleser. Und ich hoffe, dass uns das ohne Anmaßung gelingt, diesen Bildleser einigermaßen zu charakterisieren. Ich halte mich wieder an Ihr Buch, Herr Wallraff, und zitiere: Der Bildleser, so schreiben Sie, sei eigentlich kein Zeitungsleser. Er erwartet, sieht man mal von den Bundesliga-Ergebnissen ab, weder Information noch aufklärenden Kommentar, also nichts, was mit dem Kopf zu fassen wäre, sondern er erwartet Stimmung und Unterhaltung, Erhebung und Schauder. Und genau das scheint doch die raffinierte Redaktionsmasche von Bild zu sein. Ja, es ist ein Sagen, wie die Herren Chefredakteure, die dann von den Primitivos sprechen, wie der ehemalige Chefredakteur Bönisch, oder von den quicklebendigen, modernen, munteren Analphabeten, so der Chefweltredakteur, der im Bild immer die Kolumne schrieb, Hans im Bild, Hans Zehrer. Das heißt, eine Überheblichkeit, ein Herrenmenschenmentalität. Wenn man gut gelaunt ist, spricht man von den kleinen Leuten. Auch das zeigt, auf welch hohem Ross man sitzt, wie man die eigenen Leser letztlich nicht ernst nimmt, überfährt. Es gibt viele dort, die gar nicht wissen, was sie tun, die im Grunde genommen wie Kinder damit spielen. Sie verfallen manchmal in einen wirklichen omnipotenten Schöpferrausch, nicht? Sie sagen, uns liegt da die Welt zu Füßen, wir schaffen sie neu. Die haben ja eine unheimliche Macht im Rücken. Wer wagt es denn auch, dagegen vorzugehen, Rechtsmöglichkeiten
dann nach geltend zu machen. Das können doch nur die, die dann auch das Geld haben, einen Rechtsanwalt zu bezahlen. Das ist übrigens jetzt anders geworden. Ich habe aus dem Honorarfonds des Buches einen Rechtshilfefonds gegründet. Da kann jetzt jeder, der ein Bild geschädigt, ein Bildopfer ist, sich hinwenden. Der kriegt kostenlos die besten geeigneten Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt, kann dann auch sein Recht auf Gegendarstellung, Unterlassung oder auch Schadenersatzforderung geltend machen. Und da haben sich schon etliche jetzt gemeldet. Ich denke, Herr Wallraff, dass Ihr Buch ausschließlich im Interesse einer ganz bestimmten politischen Einstellung und politischen Zielsetzung gemacht wurde. Denn es ist unverkennbar, dass Ihre politische Einstellung und Absicht, auch die Ihrer Gesinnungsgenossen, aus nahezu allen Ihrer bisherigen Veröffentlichungen hervorgeht. Auch das Nachwort des Gewerkschaftlers Eckhard Spoh, der sich mehr oder weniger offen für die Zerstörung der freien Presse ausspricht, lässt dies alles offenkundig werden. Jede Kritik und strafrechtliche Verfolgung am Wallraffschen Informationssystem oder an Wallraffschen Aktionen soll quasi als unzulässige ideologische Diversion gelten. Aber antidemokratische Methoden und pro-marxistische, leninistische Agitation sollen als ehrlicher ideologischer Kampf akzeptiert sein. Ich weiß nicht, Herr Wallraff, warum Sie eigentlich noch in der Bundesrepublik Deutschland sind, denn nach Ihren eigenen Worten hatten Sie doch einen gewissen Horror davor, in die Bundesrepublik zurückzukehren, in diese Kulturscheite. So Ihre Aussage in der Radiothek Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm, am 15. März 76. Ich rufe Ihnen zu, Sie sind zu schade für diese Kulturscheite. Kehren Sie uns den Rücken. Das war sein vorbereitetes Statement, ganz offenbar, aber nun bitte nehmen Sie dazu Stellung. Oh je, da ist jemand ja Opfer nicht nur der Bild-Zeitung, sondern der ganzen Springer-Presse und dazu noch dieser Rufmordschrift der CDU, wo genau dieses Zitat aus dem Zusammenhang gerissen drin ist, wo hier alle, die kritisch sich mit dieser Gesellschaft befassen, zu Sympathisanten gemacht werden sollen. Dieses Zitat, was hier aus dem Zusammenhang rausgerissen war, hatte ich gemacht, als ich auf einer Kooperative 3 Monate lang in Portugal gelebt hatte. Dort übrigens unverstellt, dort gehörte ich zu den Landwirten.